Hallo zusammen, ich habe überlegt, ich mache noch ein kurzes Anleitungsvideo, das Ihnen zeigt, wie das Konvertieren der Zertifikate funktioniert. Das scheint ja doch einige von Ihnen vor Probleme gestellt zu haben. Von daher jetzt ein kurzes Video, das zeigt, was man da tun muss. Ich zeige Ihnen das für beide Plattformen, für Windows und für Mac. Ich fange mit dem Mac an und führe das dann hinterher auch nochmal für Windows durch. So, also. Wenn Sie Mac-Anwender sind, dann würde ich Ihnen empfehlen, OpenSSL zu installieren, indem Sie zuerst den Paketmanager Homebrew installieren. Die ganzen Links werde ich Ihnen später auch in das YouTube-Video packen. Also Sie müssen die jetzt nicht versuchen, da abzutippen. Die werden gleich als klickbare Links verfügbar sein. Homebrew installieren Sie, indem Sie einfach auf die Webseite gehen und da diese Codezeile, die hier dargestellt ist, einfach in das Terminal kopieren und ausführen. Das Terminal finden Sie in Ihren Programmen unter Utilities und dort gibt es eine Applikation, die nennt sich Terminal App, die einfach doppelklicken und dann öffnet sich so eine Eingabeaufforderung, wie Sie bei mir hier sehen, also so ein Terminal. Das sieht bei Ihnen sicher ein bisschen anders aus, weil ich das relativ stark konfiguriert habe. Dort installieren Sie dann als erstes Homebrew. Wenn Sie das erledigt haben, dann können Sie als nächstes OpenSSL installieren. Ja, ich mache das Terminal nochmal leer und mache doch die Schrift sogar nochmal ein bisschen größer. So, wie machen Sie das? Installieren von OpenSSL ist, sobald Sie Homebrew haben, ganz einfach. Sie geben einfach ein brew install OpenSSL. Der Paketmanager kümmert sich dann darum, alles Notwendige zu installieren. Bei mir geht das jetzt relativ schnell und ich werde eine Rückmeldung kriegen, dass das OpenSSL schon installiert ist. Ja, und da steht jetzt noch ein bisschen Blabla. Das ist jetzt nicht relevant. Sobald Sie das haben, sind Sie bereit, um das Zertifikat zu konvertieren. Ich habe jetzt ein Zertifikat runtergeladen. Ich muss hier mal kurz ein bisschen aufräumen. Und zwar habe ich das bei mir in das Downloads-Verzeichnis gepackt. Das löschen wir mal. Da gibt es jetzt einmal diese CAT und einmal diese Private Key File. So, und die beiden wollen wir jetzt konvertieren. Wie funktioniert das? Das macht man jetzt auf der Kommandozeile in diesem Terminal mit dem OpenSSL-Programm. Die Befehle, die ich gleich tippen werde, auch dazu habe ich Ihnen einen Link. Da müssen Sie die nicht abtippen, die können Sie weitestgehend kopieren. Also, das Erste, was wir tun, ist die Konvertierung des Zertifikats. Das funktioniert mit dem Befehl OpenSSL. Dann muss man X509 eingeben und minus in und dann die Datei, die konvertiert werden soll. Am einfachsten kriegt man das hin. Sie könnten jetzt die Pfade und alles weitere eingeben. Am einfachsten funktioniert das, wenn Sie einfach die Datei hier in das Terminal ziehen und dann wird die vollständige Pfad komplettiert. So, das ist unsere Eingabedatei. Die Ausgabedatei, die geben wir mit minus out an. Dann nehmen wir einfach den gleichen Datei, ziehen wir nochmal hier rein. Und was wir jetzt ändern, wir ändern nur die Dateiendung. Die wird in DER geändert. Und jetzt müssen wir noch sagen, was wir genau tun wollen. Und das ist mit out-format. Da sagen wir, dass das Ausgabeformat DER sein soll. Ups, jetzt habe ich es natürlich falsch gemacht. Jetzt habe ich da irgendwie einen kleinen Fehler getippt. Was war jetzt falsch? Ach so, ich habe out-format getippt. Und der Begriff ist out-form ohne AT. So, und jetzt hat das schon funktioniert und jetzt sehen Sie auch direkt hier, jetzt gibt es so eine DER-Datei. Das nächste, was wir jetzt noch tun müssen, ist den Private Key zu konvertieren. Das funktioniert genauso. Ich gebe hier ein OpenSSL, jetzt muss ich sagen RSA, die Eingabedatei, das ist jetzt der Private Key. Die Ausgabedatei
Ich ziehe mir wieder diese Private-Kita-Datei hier rüber und ändere nur die Endung in die Endung in DER. Und das Outform ist wieder DER. Und damit habe ich jetzt auch den Private Key konvertiert. Und das war's schon. Jetzt haben Sie die beiden Dateien, die Sie runterladen konnten, von AWS in das Dateiformat konvertiert, dass Sie auf Ihren Mikrocontroller transformieren können. Das war der Teil für Windows. Jetzt gucken wir uns das Gleiche nochmal für das war der Teil für macOS. Jetzt gucken wir uns das Gleiche nochmal für Windows an. Aus dem Grund lösche ich das hier nochmal. Wir sehen, ich habe wieder nur die PEM-Files. So. Jetzt wechseln wir auf meine virtuelle Maschine für Windows. Unter Windows installieren Sie, Webseite verlinke ich, einfach laden Sie diesen Installer herunter, und zwar die Exe-Variante, und installieren die. Damit das klappt, dass Sie das ausführen können, müssen Sie noch eine Sache tun. Sie müssen jetzt rechtsklicken, hier im Explorer auf diesen Computer, dort auf die Eigenschaften und dann auf die erweiterte Eigenschaften. Dann öffnet sich so ein kleines Fenster. Das lassen wir uns jetzt, das lassen wir mal da. Das hier mache ich zu. Nach der Installation von dem OpenSSL für Windows finden Sie und auf der Festplatte unter den Program-Files OpenSSL. Und dort gibt es die Datei, das Verzeichnis BIN. Und dieses Verzeichnis enthält das OpenSSL-Programm. Den Pfad dahin, ups, jetzt habe ich falsch geklickt, den Pfad dahin, den kopieren wir einmal. Das kann ich im Explorer immer machen, indem ich in den Explorer-Leiste klicke. Und jetzt schneide ich den aus mit Ctrl-X. So, jetzt habe ich das verloren, was ich eigentlich zeigen wollte. Und was Sie jetzt noch tun müssen, das ist ein ganz wichtiger Schritt, ist hier in dem Fenster, das sich geöffnet hat, auf Umgebungsvariablen klicken und in diesem oberen Bereich einfach auf New. Nein, nicht auf New, den Pfad auswählen. Da gibt es eine, die nennt sich Path. Pfad. Und dann dort auf Edit klicken. Dann bekommen Sie so eine Sicht und dann können Sie einfach jetzt hier auf New klicken und den Pfad, den Sie gerade kopiert haben, einfügen. Sie sehen, ich hatte das vorher schon mal gemacht zum Ausprobieren, von daher füge ich das jetzt nicht mehr hinzu und breche das alles ab. Sie würden hier einfach auf OK klicken und damit haben Sie den Pfad hinzugefügt. Wenn Sie das gemacht haben, ist die Installation beendet und Sie können jetzt auch starten mit der Konvertierung. Bei mir liegen die Dateien hier in diesem, in so einem, auch einem Verzeichnis, das sich irgendwie Downloads nennt. Da gibt es das Certificate PEM und das Private PEM Key. Und wie funktioniert jetzt die Konvertierung? Sie geben einfach in dem Suchbereich hier CMD ein, dann öffnet sich das Suchergebnis Command Prompt oder Eingabeaufforderung. Das öffnen wir und dann bekommen Sie auch hier so ein Terminal. So, und was Sie jetzt tun können, ist genau das Gleiche, wie ich Ihnen gerade schon mal gesagt habe. Wir können mit OpenSSL x509-in, welche Datei soll rein? Das machen wir genau, wie wir das auf dem Mac gemacht haben. Wir ziehen einfach die Datei hier hin. Der Pfad wird komplettiert. Jetzt machen wir die Ausgabedatei. Gleiches Spiel wieder. Die nennen wir in DAA um. Und jetzt nochmal das Outform, das DAA sein soll. Und auch das hat dazu geführt, dass konvertiert wurde die Datei. Jetzt muss man hier einmal refreshen mit F5. Dann sehen Sie, genau wie beim Mac habe ich jetzt hier eine neue Datei. Das ist jetzt die DRR-Variante des Zertifikats. Und genauso wie beim Mac kann ich auch jetzt hier die Konvertierung des Private Keys durchführen.
Das ist der Private Key. In, Out-File, kopiere ich mir auch hier rüber, ändere die Endung. Das Out-Format ist DA. Und damit habe ich auch den Private Key konvertiert. So, und das ist alles das, was Sie tun müssen. Danach haben Sie jetzt auch auf dem PC oder auf dem Mac jeweils die beiden Dateien mit der Endung DER. Und die können Sie auf Ihren Mikrocontroller kopieren. So, ich hoffe, damit habe ich Ihnen jetzt ein bisschen weitergeholfen und Sie kommen mit der weiteren Einrichtung der AWS IoT-Services gut voran. Falls es Probleme gibt, melden Sie sich im Forum. Ich helfe Ihnen gern weiter. Ansonsten weiterhin viel Spaß mit Ihren Projekten.